Hallo zusammen, mein Name ist Martin und das ist mein Spielraum. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zurück bei meiner Suche nach echten Geheimtipps, nach vergessenen Spieleperlen und Titeln, die nie die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie eigentlich verdient hätten. Und heute führt uns dieses Abenteuer erstmalig auf die Plattform, die für mich so ein bisschen das Mekka der Geheimtipps ist, die Nintendo Wii. Eine Konsole, die ja bei Gamern oft eher einen schlechten Ruf hat. Viele denken da eben direkt an die unzähligen, richtig beschissenen Partyspiele, die Sportspiele und allgemein an billig produzierten Mist. Und davon gibt es auf der Wii auch eine ganze Menge, aber in dem Meer an Müll und im Schatten von Krachern wie Super Mario Galaxy erschienen einige richtig gute oder zumindest interessante Spiele, die an der breiten Masse komplett vorbeigegangen sind. Von Zack & Ricky oder Little King Story habt ihr wahrscheinlich zumindest schon mal was gehört, aber wie steht es mit A Boy and His Blob oder Deadly Creatures? Die Liste an potenziellen Titeln für diese Show ist wirklich sehr lang und entsprechend ist es schon eine kleine Auszeichnung für Fragile Dreams, dass es hier und heute tatsächlich das allererste Wii-Spiel ist, das wir einmal näher beleuchten. Fragile Dreams hat damals bereits mit dem ersten Trailer mein Interesse geweckt. Ich mochte den Stil. Ich mochte die Prämisse. Als potenziell letzter Überlebender im zerstörten Japan nach anderen Menschen suchen. Seltsame Geister bekämpfen. Und okay, ich gebe zu, mein Interesse wurde vor allem durch eine Sache geweckt. Diesen Song, den ihr gerade im Hintergrund hört. Ich halt mal kurz die Klappe, hört einfach hin, saugt es ein. Ich liebe diesen Song. Ich liebe ihn so sehr. In dem Moment, wo die ersten Noten begannen, mein Trommelfell zu massieren, war es um mich geschehen. Ich war sofort verliebt und für mich war klar, ich musste dieses Spiel spielen. Sehnlichst habe ich den Release erwartet. Ich habe die Tage gezählt und dann, als es endlich erschienen ist, habe ich es nicht gespielt. Ich weiß auch nicht mehr genau wieso. Wahrscheinlich hatte ich einfach Besseres zu tun. Aber jetzt ist es endlich an der Zeit, dieses Versäumnis nachzuholen. Und ich bin guter Dinge. Ich glaube wirklich, dass das hier die allererste Perle ist, die wir gemeinsam entdecken werden. Was sagt die Metakritik? 67. Okay, scheiß auf die Metakritik. Die User-Score ist 8,4 von 10. Ich bin mir sicher, dass das näher an der Wahrheit dran ist. Ich meine, ein Spiel mit so einem geilen Titeltrack. Das muss doch einfach gut sein, oder? Naja, probieren wir es einfach aus. In Fragile Dreams schlüpfen wir in die Haut eines Jungen namens Seto, einem der letzten Überlebenden in einem postapokalyptischen Japan. Nach dem Tod des alten Mannes, bei dem Seto sein bisheriges Leben verbrachte, ist er nun völlig allein und einsam. Und genau diese Einsamkeit ist auch das zentrale Thema des Spiels. Aber immer der Reihe nach. Der alte Mann hat uns einen Brief hinterlassen, in dem er uns empfiehlt, zum Tokyo Tower zu gehen, da es dort eventuell noch weitere Überlebende geben könnte. Also ziehen wir los, mit einem klaren Ziel vor Augen, von dem wir uns unter keinen Umständen ablenken lassen dürfen. Oh, hey, ein Mädchen. Okay. Scheiß auf den Tokyo Tower. Auf der Suche nach dem silberhaarigen Mädchen durchstreifen wir mit Seto das zerstörte Japan. Und damit sind wir gleich bei einer der größten Stärken des Spiels, das Setting und die Spielwelt. Unsere Reise führt uns etwa durch ein verlassenes Einkaufszentrum, einen Freizeitpark oder ein Hotel. Und all diese Locations fangen diesen Charme und die Faszination ein, die verlassene Orte halt einfach haben, also auf mich zumindest. Gerade den verlassenen Freizeitpark habe ich echt sehr gerne und mit offenen Augen erkundet. Allerdings ist die Gestaltung der Welt jetzt nicht durchgehend auf diesem Niveau. Teils latscht man auch ewig durch nicht enden wollende Korridore und ich meine, schaut es euch an, das geht noch ewig so weiter. Wartet, lasst mich mal eben kurz die Zeit stoppen.
3 Minuten und 10 Sekunden. Ich habe 3 Minuten und 10 Sekunden gebraucht, um einfach nur diesen Gang zu durchqueren. Immer geradeaus. Was zur Hölle soll so etwas? Das Ganze ging phasenweise so weit, dass ich angefangen habe, beim Spielen Podcasts zu hören. Das Spiel war manchmal einfach richtig zäh und uninteressant. Aber ich verzettel mich gerade etwas und ich will auch keinen zu negativen Eindruck vermitteln. Es ist nicht so schlimm, wie das jetzt vielleicht klingen mag. Vielleicht sollten wir erstmal über das Gameplay reden. Ich meine, was macht man in diesem Spiel überhaupt? Also, außer ewig durch Gänge zu latschen. Nun, auf dem Papier ist Fragile Dreams ein Rollenspiel. So steht es auch bei Wikipedia. Und ja, das kann man durchaus so stehen lassen. Man sammelt schließlich durch besiegte Gegner Erfahrungspunkte und steigt Level auf. Aber insgesamt sehe ich das Spiel eigentlich tatsächlich eher als ein Survival-Horror-Spiel an. Ich meine, schaut euch allein das Item-Management an. Ich musste da sofort an Resident Evil 4 denken. Und apropos Resi 4, genau wie das Horror-Meisterwerk, hat auch Fragile Dreams einen sehr erinnerungswürdigen Verkäufer. Ich meine, schaut ihn euch an. What the fuck? Dieser Geselle in Hühnermaske ist aber tatsächlich euer bester Freund. Er taucht recht willkürlich an Lagerfeuern auf, an denen ihr auch das Spiel speichern könnt und eure Items aus dem Lager nehmen könnt. Und genau das ist der Knackpunkt, denn ihr solltet euch beim Händler ordentlich mit Waffen eindecken und sicher gehen, dass ihr immer genügend davon auf Lager habt. Heil-Items kann man meiner Meinung nach vernachlässigen. An den großzügig verteilten Lagerfeuern wird eure Gesundheit sowieso immer aufgefrischt. Aber Waffen kann man nicht genug haben, denn all eure Waffen gehen nach einer Weile kaputt. Und glaubt mir, ihr wollt nicht mit einer kaputten Waffe gegen Monster kämpfen. Das reduziert euren Schaden gewaltig. Aber abgesehen davon, dass hier bei den Kämpfen eben eure Charakterwerte in Kombination mit den Werten der ausgerüsteten Waffen zum Tragen kommen, fühlen sich auch die Kämpfe eher nach Survival-Horror an. Und das meine ich jetzt nicht nur, weil ihr es mit allerhand Geisterwesen zu tun bekommt. Nein, die Kämpfe steuern sich auch wie in einem Survival-Horror-Spiel. Und naja, das meine ich jetzt nicht unbedingt positiv. Im Nahkampf spielt sich das Spiel halt eher träge, verzögert und ungenau. So ein bisschen eben wie Silent Hill. Und ähnlich wie dort gilt, die Kämpfe sind jetzt nicht so schlecht, dass ich mich aktiv daran gestört hätte, aber eben auch nicht gut genug, um Freude an ihnen zu entwickeln. Es ist schon ganz cool, dass sich die verschiedenen Waffentypen recht unterschiedlich spielen, aber sie fühlen sich halt alle nicht besonders gut an. Bis auf die Fernwaffen. Deswegen habe ich auch einen Großteil des späteren Spiels quasi wie einen Third-Person-Shooter gespielt. Aber der Nachteil dabei ist, dass man dann die Taschenlampe nicht aktiviert hat. Und so blöd das vielleicht klingen mag, aber das hat sich für mich einfach falsch angefühlt. Habt ihr eben keine Fernwaffe ausgerüstet, könnt ihr mit dem Pointer der Wii-Fernbedienung beim Laufen bequem den Schein eurer Taschenlampe kontrollieren. Und das fühlt sich einfach super an. Mir hat diese natürlich wirkende Steuerung echt dabei geholfen, ins Spiel einzutauchen. Genau für sowas habe ich die Wii geliebt. Das ist eben keine erzwungene Bewegungssteuerung, kein Rumgefuchtel, das nur auf die Nerven geht, sondern eine absolut eingehende Erfahrung, die euch unterbewusst mit dem Geschehen auf dem Bildschirm verbindet. Also sagt über die Wii, was ihr wollt, aber sie ist definitiv die ultimative Taschenlampenkonsole. Und ganz im Ernst, Fragile Dreams profitiert davon wirklich sehr, denn ein Großteil des Spiels besteht eben wirklich daraus, die Welt im Schein eurer Taschenlampe zu betrachten. Aber naja, es ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, wenn das beste Feature eines Spiels die verdammte Taschenlampe ist. Also ja, aus spielerischer Hinsicht kann Fragile Dreams auch nicht wirklich überzeugen. Es ist nicht wirklich schlecht, aber eben einfach etwas belanglos und macht jetzt auch nicht wirklich Spaß. Aber einmal mehr, ich möchte keinen zu negativen Eindruck vermitteln. Es ist nicht so schlimm, wie es jetzt klingt. Ganz im Ernst, Fragile Dreams hat durchaus auch seine Reize. Wie ich eingangs bereits sagte, Einsamkeit ist das zentrale Thema des Spiels. Und der Umgang mit dieser Thematik ist letztlich genau das, was Fragile Dreams auszeichnet. Aber darauf muss man sich eben auch ein Stück weit einlassen können. Eine der besten Ideen der Entwickler war es, Items in der Welt zu verstecken, die am Lagerfeuer Erinnerungen von verstorbenen Menschen offenbaren. In kleinen Abschnitten bekommt ihr so einen Einblick in die Geschichte und die Schicksale verschiedener Menschen. Diese kleinen Storys sind sehr gut geschrieben und exzellent vertont, zumindest in der japanischen Tonfassung, die ich gespielt habe. Über die auch vorhandene englische Version kann ich mir kein Urteil erlauben. Naja, so oder so, ich weiß natürlich, dass nicht jeder die Muße hat, sich diese Geschichten anzuhören, aber wenn man sich darauf einlässt, ist es eben ein echter Mehrwert, weil man da eben eine Menge draus ziehen kann.
Die Handlung rund um Seto selber beschäftigt sich da um einiges offensichtlicher mit Einsamkeit und dem Wunsch nach einem Gefährten. Auf der Suche nach dem weißhaarigen Mädchen treffen wir auf einige interessante, nichtmenschliche Charaktere und Wegabschnittsbegleiter, mit denen Seto über seine Gefühle spricht. Das war mir manchmal etwas zu platt und pseudophilosophisch, funktioniert aber insgesamt durchaus ganz gut. Allgemein muss ich sowieso sagen, dass die Geschichte im letzten Viertel des Spiels richtig interessant wird. Dann kommen einige Charaktere und Thematiken zurück, mit denen ich nicht mehr gerechnet hätte. Hey, selbst unser Lieblingsverkäufer mit Hühnchenmaske bekommt hier plötzlich Tiefe und eine interessante Hintergrundgeschichte. Gegen Ende erfahren wir dann auch endlich, was in dieser Welt passiert ist, wieso nur noch so wenige Leute leben und naja, sagen wir einfach, es ist nicht das, womit man rechnen würde. Es war nicht Donald Trump, der sich für das Augenrollen des japanischen Präsidenten angemessen revanchiert hat. Wenn ihr wissen wollt, was hier genau passiert ist und nicht vorhabt, das Spiel zu spielen, dann schaut mal in die Kommentare. Dort habe ich quasi ein Spoiler-Posting gemacht, wo ich erzähle, was da am Ende alles hintersteckt. Und damit sind wir jetzt auch schon auf den Zielgeraden dieses Videos. Allerdings muss ich noch ein bisschen was zur Technik des Spiels sagen. Ich finde die Ästhetik wirklich toll und der Soundtrack allgemein ist super, nicht nur das Titeltheme. Aber das Problem ist, dass man an einigen Stellen dann doch merkt, dass die Wii nicht unbedingt die stärkste Konsole ist. Mal ganz abgesehen davon, dass man öfters mal Kantenflimmern hat oder Treppchenbildung und so weiter. Das größte Problem ist, dass manchmal die Framerate einbricht und naja, das ist nicht besonders schön. Ja, somit kann ich Fragile Dreams auch nicht bedenkenlos empfehlen. Wer auf Spiele mit philosophischem Ansatz steht oder auf Endzeit-Szenarien, gerade speziell eben vielleicht in Japan, der findet hier durchaus ein nettes Erlebnis. Es ist kein schlechtes Spiel, aber eben auch kein wirklicher Geheimtipp. Nach dem Durchspielen ist das Beste am Spiel für mich immer noch genau das, was ich immer schon gemocht habe. Dieser Track. Naja, hoffen wir einfach mal, dass wir mit dem nächsten Spiel mehr Glück haben werden. Und in diesem Sinne, klickt unbedingt auf Abonnieren, wenn ihr das hier nicht verpassen wollt oder ihr allgemein viele coole weitere Videos von mir sehen wollt. Und lasst mich natürlich in den Kommentaren wissen, was euer Eindruck vom Spiel ist. Falls ihr es gespielt habt natürlich oder auch falls ihr einen Eindruck durch dieses Video gewinnen konntet, lasst mich wissen, was ihr vom Spiel haltet. Gerne natürlich könnt ihr mir auch Feedback zu diesem Video sagen. Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer wir sehen uns am Freitag. Dann gibt es wieder ein Video mit Non-Gaming-Inhalt, also startet schon mal den Dislike-Bot. Bis dann, macht's gut, euer Martin.